Guten Morgen, back on desk, würde ich mal so sagen. Heute mit Blick auf Euro, US-Dollar, britisches Pfund, japanischen Yen und Australdollar, Schweizer Franken. Das die drei Währungen im Blick und eine Frage, die ich auf das, auf den Beitrag zum Research am Sonntag bekommen habe, und zwar, wie sich das Thema Euro, US-Dollar auf die Indizes DAX und US-Indizes verhält. Da gucken wir mal rein, wie dort die Korrelation ist. Und was man dort in diesem Bereich erwarten kann, ne? Das ist das, wo wir schauen, was spielt der Markt denn? Weil es gibt ja immer mal so Situationen, da laufen bestimmte Dinge einfach gleich. Und wenn der Markt sowas spielt, dann kann man in etwa ein bisschen abschätzen, was man an Handelssetups auch machen könnte. Das ist immer so ein bisschen das Thema, was ich sage: Anpassung der Handelsstrategien an den aktuellen Kontext im Markt. Bevor wir das Ganze tun, natürlich wie immer der Risikohinweise bitte in Gänze auch zur Kenntnis nehmen. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und an dieser Stelle wie immer auch wieder die Einladung: Wer einen Wunschmarkt oder eine Frage hat, bitte rein in die Chats auf GoToWebinar oder auch auf Facebook, und da gehe ich gerne auch auf den ein oder anderen Wunschmarkt an. Ich mache mir gleich mal noch die Fragen auf hier, dass ich nichts verpasse, und wir machen einfach weiter mit dem flotten Blick in die Nachrichten. Da gibt es heute nicht so viel. Ein paar wichtige Nachrichten gibt es noch im Laufe der Woche. Und auch eins bitte nicht vergessen: In den USA ist eine verkürzte Handelswoche wegen den Feierlichkeiten um den 4. Juli. Wird am Freitag dort nichts stattfinden. Das hat auch immer Bewandtnis auf die Märkte, auf die Handelsvoluminas an den Märkten. Das müssen wir so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Wir bekommen heute Nachrichten: 14 Uhr die Verbraucherpreise in Deutschland und aus den USA um 16 Uhr die schwebenden Hausverkäufe. Das dazu, und damit gehen wir gleich rüber in die Charts. Und ich würde sagen, wir machen hier nicht groß Federlesen, sondern gehen direkt auch rein. Ich sehe gerade schon, der Morgenkaffee ist gebrüht. Zeit also, hier entspannt den Märkten zuzuschauen. Thema Entspannung hier mit Blick einmal auf das Währungspaar Australdollar, Schweizer Franken. Was sehen wir? Erst einmal sehen wir hier ganz klar einen Trend, hier in grün markiert, der momentan absolut zur Oberseite hin orientiert ist. Wir sehen es hier, schöner Aufwärtstrend. Wir sehen auch sehr schön hier vom Tool auch mit eingezeichnet. Also wer das Tool nicht kennt, das ist das MTON Live-Signal. Das benutze ich hier gerne, um die Trends auch mal anzuzeigen. Das ist immer wieder hilfreich für diejenigen, die so ein bisschen sich gerne Unterstützung im Trading wünschen. Da kann uns die Computersoftware natürlich sehr, sehr stark helfen. Wie schon gesagt, hier sehen wir es, die Bewegungen, die Korrekturen und die Bewegungen. Es läuft alles schön trendförmig nach oben. Und das, was wir jetzt hier in diesem Chart entsprechend auch sehen, ist der korrektive Part mit einer Spezial, sage ich mal, Konstellation, die wir hier so ein bisschen haben. Und zwar, wie soll ich das jetzt sagen? Schaut mal, rein vom charttechnischen Bild her, ne? Wir hatten hier die Aufwärtstrendbildung, wir hatten hier oben einen Verkaufsbereich, als hier dieser große Aufwärtstrend sich fortgesetzt hat. Ich mache das Bild mal kurz noch ein kleines bisschen kleiner. Hier oben, schaut mal, da oben haben wir über einige Wochen diese Top-Formation gebildet, bevor der Markt dann wieder deutlich nach unten abgerutscht ist. Und dieser Bereich hier oben, den ich mit dieser blauen Linie markiert habe, das ist so ganz grob über den Daumen die Marke von 0,67. Das ist natürlich hier der starke Bereich, der als Widerstand mitnutzt. Und da sind wir auch reingelaufen, kurz drüber gelupft und dann direkt wieder abverkauft. Und aus dieser Warte her, aus diesem Gesichtspunkt her, ist es jetzt natürlich hochinteressant zu sehen, was der Markt hier daraus macht. Blickt man nur reinweg auf den Tagestrend drauf, das machen wir jetzt mal als erstes, können wir hier natürlich das ein oder andere Long-Szenario planen. Warum? Ganz klar, wir haben hier den Aufwärtstrend, wir haben hier die letzte Bewegung, wir haben hier eine ordentliche Korrektur, und die Korrektur ist auch in einem planbaren Bereich zum Stehen gekommen, ne? Hier unten dieser Trendfortsetzungsbereich, der hier aufgekauft wurde, ist ein Kauflevel. Wir sehen es hier sind wir drüber gelaufen und wir haben genau dieses Level getestet und sind dann wieder in den Kaufbereich eingetreten. Alles gut, das passt alles soweit. Das wäre dann mal ein höheres Tief an dieser Stelle. Und was wir jetzt in dieser korrektiven Phase auch sehen, ist hier um ganz grob den Bereich 0,65 haben wir untergeordnet einen Boden, der sich ausbildet. Das Einzige, was hier an dieser Stelle ein bisschen tricky ist, ist die Tatsache, dass die Kursanstiege von diesem Boden immer wieder früher abverkauft werden. Das sehen wir an dieser abfallenden Trendlinie. Das habe ich an dieser Stelle mal markiert.
Das hat natürlich einen gewissen Charme. Wenn wir tatsächlich oben drüber fliegen und wir hier einen richtigen dynamischen Bruch oder Schub nach oben bekommen, dann haben wir richtig, richtig gute Chancen, die Oberseite anzulaufen. Das Zwischenhoch haben wir ja hier bei 0,662 stehen. Heißt also, wenn wir das drüber rausnehmen, also hier den kleinen, engen, sag ich mal, Bereich durch die Oberseite wegschieben, dann haben wir die Chance hier 0,6620 zu überschreiten, einen Aufwärtstrend im Trend, also Trend in Trend dann sozusagen zu bilden und dann haben wir gute Karten hochzulaufen in diesen alten Verkaufsbereich hier um die 0,67 und dann das Zwischenhoch bei 0,6743 anzulaufen. Das sind die Chancen, die wir haben. Und wenn wir weiter blicken möchten auf der Longseite, der nächste Anlaufpunkt, den wir dann oben haben, da haben wir hier oben diesen dicken, fetten Widerstandsbereich, so ich sag mal so ganz grob um die Marke 0,683 bis hier oben ran ans Top 0,68, knapp 9. Das sind die Marker, die wir oben haben. Das ist durchaus der Charme für die Longseite. Ja, die ist da, die ist vorhanden, alles gut, weil wir sind ja auch noch in einem Aufwärtstrend verortet. Das ist die eine Geschichte, die durchaus Relevanz zum Spielen hat. Wir müssen nur aufpassen, was der Markt hier macht. Spielt das, haben wir alle Karten. Spielt das nicht, müssen wir auf was anderes Acht geben. Und darauf möchte ich jetzt mal ganz kurz eingehen. Und zwar folgende Tatsache. Wenn dieser Druck, der hier von oben kommt, tatsächlich nach unten ausgebaut wird, ja, dann wird es wichtig, was passiert hier in diesem Supportband. Wir haben hier ein Supportband zwischen 0,64,4 und 0,64. Hier der Trendentstehungsbereich im größeren hier und dann dieser Supportbereich. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Level, was wir hier haben. Und wenn das tatsächlich unterschritten wird, dann kommt ein ganz, ganz anderes Bild zum Tragen, nämlich das Bild, dass wir dann in diesem Bereich, ich zeichne es mal ganz kurz ein hier, an dieser Stelle haben wir dann einen neuen Abwärtstrend. So, und wenn man sich das Bild mal anschaut, dann kommt man plötzlich auf eine ganz andere Gegebenheit, ne? Wenn wir plötzlich hier nach unten schieben, den Markt hier rausnehmen und dann hier nach unten abziehen, haben wir einen Gegentrend auf Tagesbasis. Und jetzt aufgepasst, jetzt schauen wir uns das Ganze mal auf Wochenbasis an. Weil ich hatte ja gesagt, die Verortung, die wir hier haben, ja, ist bezogen auf das größere Bild immer noch in einem Abwärtstrend. Und hier sehen wir den Abwärtstrend am Laufen. Und genau dieser Abwärtstrend, wartet mal, ich zeige das mal ganz kurz ein. Na, das ist hier ein bisschen zu groß, das zieht er hier nicht rein. Pass auf, folgendes. Schaut mal hier, das war das letzte Korrekturhoch. Und dann haben wir diesen starken Schub nach unten bekommen. So, und was wir jetzt sehen, diesen starken Schub nach unten, natürlich die starke Gegenbewegung. Und das ist jetzt die interessante Sache. Wenn wir hier tatsächlich ein Umkehrsignal bekommen, wartet mal, ich nehme mal ganz kurz diese Trendzeichnung hier raus. Hoppala, das wollte ich nicht löschen. So, wenn man das mal eben kurz rausnimmt, dann haben wir hier oben nämlich eine richtig fette Umkehrformation, die sich auf der Short-Seite bildet. Und zwar schaut euch das mal an. Wir haben hier an dieser Stelle vor 1, 2, 3, vor 3 Handelswochen, haben wir diese fette Umkehrkerze bekommen. Alles bewegt sich momentan in diesem riesengroßen Außenstab und der ist wichtig. Und jetzt ist eins extrem wichtig zu beachten. Fallen wir hier drunter, bestätigen wir sozusagen diese Abwärtssituation, ja, dann haben wir eine bestätigte Short-Umkehr auf Wochenbasis und das könnte uns dann tatsächlich in die Situation bringen, dass wir wieder trendig nach unten laufen in Richtung Jahrestief. Das heißt, da kommen wir dann aus einer tiefen Korrektur des Wochencharts nach unten raus und das ist viel Potenzial zur Unterseite und das müssen wir beobachten und dafür sind wir jetzt hier. Deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt an und nicht erst in 4, 5 Tagen, sondern jetzt haben wir hier die Situation, dass wir auf Tagesbasis durchaus eine Entscheidung bekommen können, was der Markt hier macht, ne? Also kurzfristig, entweder wir verlassen das Ganze nach oben. Ich mache das Bild mal kurz im Stundenchart an. Hier an dieser Stelle. Also entweder wir verlassen das ganze Szenario zur Oberseite, also springen von diesem Unterstützungsbereich hier nach oben hin rein und dann wird es interessant, was hier oben passiert bei 66,2, also bei 0,662. Fallen wir allerdings nach unten ab, ohne dass wir richtig Druck nach oben bekommen. Ja, diese Umschwungphasen, gerade in der Zeit, wo wir solche extremen Bewegungen hatten, die dauern manchmal eine Weile. Aber wenn die dann irgendwann mal kommen, erfahrungsgemäß geht dann gut Bewegung rein. Und deswegen müssen wir hier schauen, was passiert zur Unterseite. Und deswegen sind wir hier sehr, sehr interessant verortet, wie schon gesagt. Und das ist eine schöne Sache. Hier oben, wie schon gesagt, der Deckel, der Schwungbereich oben 0,662 und unten das Supportband sozusagen grob 0,644 bis 0,64. Das sind extrem wichtige Marker.
Und die gilt es hier zu beachten im Australdollar, Schweizer Franken. Wir machen weiter mit dem Währungspaar britisches Pfund, japanischer Yen. Das suche ich mir auch gleich direkt mal raus hier mit Blick. Ich habe es im Blog im 4-Stunden-Chart geschrieben. Mit Blick auch auf das Dreieck, was wir hier drinnen haben. Wir gehen zuvor mal eben noch in den Aufwärtstrend, beziehungsweise in den Aufwärtstrend, ist ja kein richtiger Aufwärtstrend, sondern mal in den großen, sozusagen übergeordneten Chart rein. Das heißt, wir gucken uns hier mal den Tag an. Ich nehme mal kurz die Trenderkennung raus und hier sehen wir, was wir drinnen haben. Also übergeordnet das Bild war abwärts gerichtet, sozusagen bis wir hier drüber raufgegangen sind. Jetzt haben wir hier an dieser Stelle einen validen Aufwärtstrend, der sich hier ergeben hat. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn wir uns das Ganze mal anschauen auf der Wochenbasis an sich, ja, dann müssen wir einfach auch hier jetzt schauen, gibt es möglicherweise doch wieder Abwärtspotenzial. Und wenn wir uns diesen großen Wochenchart mal anschauen, schaut mal hier oben die knapp 148-Punkte-Marke. Das ist auf Wochenbasis ein ziemlich starker Widerstand gewesen oder beziehungsweise ist es immer noch, von dem wir wieder abgeprallt sind. So, und wenn wir uns jetzt dieses Bild mal etwas näher anschauen auf Wochenbasis, dann sehen wir eins ganz klar. Dieser Trend hier nach unten, der ist durchaus noch intakt. Und das nächste, was wir haben hier die Gegenbewegung gesehen, wo wir aus dieser ersten starken dynamischen Abwärtsbewegung jetzt die korrektive Phase auch trendig gemacht haben. Und hier haben wir es schon gesehen. Schaut mal, hier an dieser Stelle, ich markiere es auch gleich nochmal, hier kam die Umkehrkerze auch wieder riesig lang und die wurde schon bestätigt. Das heißt, das, was wir jetzt hier sehen, ist, das ist jetzt der Wochenchart, ist die Gegenbewegung, die korrektive Gegenbewegung auf diesen starken Abverkauf, den wir hier 2-3 Handelswochen zuvor gesehen haben. Und jetzt müssen wir uns mal die Kerzen anschauen, wie groß die Abverkaufskerzen hier waren und wie klein die Gegenbewegungskerzen sind. Und das ist so ein Zeichen für relative Schwäche. Und aus diesem Hintergrund schauen wir uns jetzt mal das Währungspaar britischen Pfund japanisches Yen an, weil wir hier durchaus Potenzial auch zur Unterseite haben. Ganz klar. Und das sehen wir hier sogar schon im Tageschart, wenn ich das mal kurz rangehe. Schaut mal hier, im großen Bild ist jetzt das natürlich der Aufwärtstrend, ne? Aber was wir hier auch haben ist, wir haben mittlerweile einen validen Abwärtstrend als Gegentrend. Also das spricht so ein bisschen auf das Bild der Woche auch an, wo wir sehen, die Märkte wollen eher ein bisschen nach unten als nach oben. Rein von der Verortung her ist es wichtig, was passiert jetzt hier unten bei 1,317. Das ist der entscheidende Marker. Wie schon gesagt, die Umkehrformation ist mittlerweile bestätigt. Wir sind hier rausgelaufen. Hier hat sich über 3 Tage dieses Dreieck in der letzten Woche gebildet. Freitag sind wir drunter gefallen. Jetzt sehen wir die Gegenbewegung ran an diesen magentafarbenen Bereich, den ich hier gemacht habe, um die 132,75. Und deswegen schauen wir uns das jetzt mal in der kleineren Zeiteinheit an. Ich schalte jetzt hier mal ganz kurz in den 4-Stunden-Chart. Und da sehen wir schon relativ gut, was hier passiert. Schaut, wir sind verortet im 4-Stunden-Trend, sehr, sehr schön in einem laufenden Abwärtstrend. Hier hatten wir die Korrekturformation, das Dreieck und unten sozusagen den Ausbruchsbereich am Dreieck. Hier sind wir durchgeschmettert und hier hat man so eine leichte, naja, sage ich mal, Bodenbildung, wo der Markt immer wieder angeprallt ist und wieder nach oben gelaufen ist. Das ist die Marke von 132,75. Da sind wir jetzt drunter und da wäre es jetzt wirklich sehr interessant, wenn wir uns mal den kleineren Zeitrahmen anschauen. Schaut mal hier, da ging es nach unten, dann ging es nach oben und jetzt nach unten. Das heißt, wir sind hier verortet in einem Abwärtstrend, auch untergeordnet. Das passt alles. Hier wird jetzt korrigiert und da wird es sehr, sehr interessant zu sehen, was passiert hier an diesem Verkaufsbereich. Schafft es der Markt tatsächlich oben drüber, dann könnten wir die Gegenbewegung etwas in weitere Ausdehnung bekommen, weil rein aus trendtechnischer Sicht können wir ja ohne weiteres hier auf die 133,6 mal ohne Probleme nach oben laufen. Prallen wir allerdings direkt wieder davon ab, wäre das tatsächlich ein Schwächezeichen und dann kommt hier der untere Bereich ins Spiel. Also hier dieser Kaufbereich um die 131,7. Und wenn wir da keine Widerwehr mehr von den Käufern bekommen, dann ist der Weg nach unten frei. Und wenn ich das Bild jetzt mal etwas zusammenraffe, sehen wir auch, wo die Reise dann hingehen kann. Wir haben noch ein paar wichtige Anlaufpunkte hier im Chart. Und zwar hier unten das Zwischentief um die 130,65 und dann hier das Low, was wir gesehen haben im Mai so rum bei 129,3. Das sind die Marker, die wir auf der Chart-Unterseite haben, was wir durchaus bei einer Trendfortsetzung ansteuern können. Also hochinteressant hier im britischen Pfund, japanischen Yen, die Unterseite auch wieder anzuspielen. Und wenn wir uns das ganze Bild wirklich mal auf dem Großen anschauen, dann haben wir echt richtig gute Karten, hier jetzt rauszukommen aus der Korrektur und den Weg nach unten fortzuschreiten. Erst einmal hier
zum Zwischentief bei 129,3 und dann müssen wir eh sehen, wie es entsprechend weitergeht. Aber Potenzial nach unten ist eine Menge da und ob es zur Oberseite geht, das ist ja auch das Schöne, werden wir hier relativ zeitnah erkennen, wenn der Markt sich hier zurückkämpfen sollte und hier die 133,6 rausnimmt. Das wäre dann ein Bereich im etwas größeren, um das Ganze hier über die Oberseite mit aufs Visier zu oder aufs Korn zu nehmen sozusagen. Und diejenigen, die das Ganze im Kleinen traden wollen, da schauen wir einfach mal ganz kurz hier, guckt mal rein in den 15-Minuten-Chart, was hier gerade passiert. Da sehen wir nämlich gerade die Gegenbewegung, also die korrektive Phase, die hier läuft. Das ist das, was wir hier gesehen haben, was sich so hoch arbeitet an diesem Verkaufsbereich. Das ist hier in Blau gekennzeichnet, weil es noch kein Aufwärtstrend ist. Ne? Wir sind noch nicht hier oben reingegangen, aber nichtsdestotrotz, hier wird es wirklich spannend. Sehen wir hier oben ein Mehrfachtop, also hier schon mal mindestens ein Doppeltop und dann den Markt wieder hier unten drunter fallen. Das wäre sehr, sehr wichtig zu sehen, zumal wir hier an dieser Stelle ja auch den wichtigen ehemaligen Bereich hatten. Das war hier Widerstand. Jetzt sind wir hier drüber genommen, sind in die Korrektur gelaufen. Wenn dieser Bereich hier unten um die 132,85 wieder abverkauft wird, wäre das ein sehr, sehr starkes Zeichen. Laufen wir hier oben drüber, wäre das die Long-Seite, die uns hier sozusagen einen Aufwärtstrend gibt und dann wird es interessant, wirklich zu sehen, was passiert denn hier an diesem Abverkaufsbereich bei 132,75. Wie schon gesagt, gehen wir drüber, haben wir nach oben ein paar Karten offen, ein paar Chancen. Hier, ich kann das ja noch mal ein bisschen näher oder ein bisschen besser konstatieren, 133,26 in etwa und dann hier oben die 133,6, die Verkaufsbereiche, die wir dann auf der Oberseite im Chart entsprechend auch noch liegen haben. Mit Blick in britisches Pfund, japanischen Yen. Und damit blicken wir aufs dritte Währungspaar, was ich gestern auch im Research am Sonntag besprochen hatte. Und zwar sehen wir hier das Währungspaar Euro-US-Dollar hier mit Blick erstmal in den 4-Stunden-Chart und mit einem recht dynamischen Wochenstart. Ja, wenn man das Ganze mal sieht, gestern standen wir hier, sage ich mal, innerhalb einer Seitwärtsphase. Im kleinsten trenden wir jetzt hoch und jetzt wird es hier an dieser Stelle halt interessant zu schauen, was passiert. Wir schauen vorher, bevor wir auf den kleineren Chart mal eingehen, kurz in den Tageschart rein. Und wenn wir uns den Tageschart mal anschauen, dann sehen wir ganz klar, wartet mal, ich mache das mal ganz kurz raus, dass wir momentan hier verortet sind in einem Abwärtstrend, der jetzt wieder etwas nach oben läuft. Und das ist jetzt die wichtige Sache. Wo geht es hin? Ja, weil das Hin und Her, was wir bei den anderen Währungen sehen, sehen wir natürlich im Euro auch immer mal so ein bisschen. Und das Verhalten, was wir momentan haben, ist, wenn sich der Trend entsprechend fortsetzt, der Abwärtstrend, der rot gemarkierte, dann kommt unten nicht mehr ganz so viel raus und die Korrektur läuft relativ tief. So, und jetzt ist das halt also die Frage, wo gehen wir jetzt hin? Weil die Chance, die der Euro-US-Dollar momentan hat, ist einfach, dass wir hier aus jetziger Sicht bei der Marke um 1,11,9 ein Tief gesehen haben, was ein höheres Tief bedeutet, und wir dann wieder hoch Richtung 1,13,5 laufen. Das wäre mal das Long-Szenario. Und die Marke oben bei 1,13,5, wir sehen es hier in diesem Chart auch mit aufgezeigt, die ist schon sehr, 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 sehr wichtig. Bis dahin ist viel Platz, also da könnte man schön die Long-Trends machen, das gucken wir uns gleich in den kleineren Zeiteinheiten an. Das ist wichtig und an dieser Marke wird es dann wichtig, wie der Markt weiterläuft. Laufen wir da nämlich auch drüber, dann haben wir richtig gute Karten, wieder Richtung 1,14 bzw. knapp 1,15 nach oben zu laufen. Soweit sind wir noch nicht, aber wir kommen halt von unten raus und wir sehen halt hier, an dieser Stelle hier sehen wir jetzt schon sogar im Tageschart, dass dieser Abwärtstrend, den wir hier im Untergeordneten haben, der ist jetzt am frühen Morgen erst einmal rausgenommen worden. Das aus rein technischer Sicht, das ist mal die Oberseite. Die Unterseite müssen wir aber auch mit beleuchten. Warum müssen wir die beleuchten? Sollten wir tatsächlich hier nach einem kurzen Durchatmen nach unten fallen, hier unter das Zwischentief bei 1,1168, unter diesen Kaufbereich dann hier bei 1,11475, dann ist der Weg nach unten doch gut gestaffelt. Das heißt, den nächsten größeren Kaufbereich haben wir dann erst hier um die Marke von 1,10. Und das ist durchaus das Potenzial zur Unterseite, was der Euro-US-Dollar hier an dieser Stelle hat. Heißt also, hier wird es wichtig, was jetzt an dieser Stelle passiert. Wir kennen die Marke unten dran, die sind noch ein ganzes Stückchen weit weg. Die haben für jetzt noch relativ wenig Relevanz, weil der Markt eher gerade die Gegenbewegung spielt zu diesem letzten Abverkauf. Aber wenn der Markt dann tatsächlich die Trendfortsetzung macht, dann haben wir Chancen, die Unterseiten mit anzulaufen und das Ganze dann Stück für Stück mit auszunehmen. Deswegen gehen wir jetzt mal in die kleineren Zeitbereiche rein. Ich gehe jetzt mal nicht in den 4-Stunden-Chart, sondern an dieser Stelle absichtlich in den Stunden-Chart. Und da sehen wir,
was der Markt hier macht. Ich will das nochmal ganz kurz skizzieren. Hier unten der Bereich, den ich blau markiert habe, das ist ein sogenannter Drehpunkt. Das heißt, an dieser Stelle sehen wir, dass der Markt hier immer wieder an dieser Stelle rangelaufen ist und dann in die Gegenrichtung gedreht ist. Hier sind wir mal kurz drunter und dann trotzdem wieder drauf. Hier sind wir drauf und hoch. Hier sind wir drauf und auch wieder hoch. Und hier sind wir kurz vorher nach oben umgedreht. Und wenn wir uns das mal anschauen wollen, dann sehen wir momentan die Verortung weiterhin im übergeordneten Abwärtstrend. Und jetzt gibt es halt hier aus diesem Kauflevel heraus die nächste Gegenbewegung. Und wenn wir uns das jetzt mal im Kleinen anschauen, deswegen bin ich hier in die Stunde rangegangen, welche Punkte wir nach oben hin noch liegen haben im Markt, dann können wir wirklich sehr schön sagen, das Level, da müssen wir uns nur mal anschauen, wo hier die Korrekturhochs gewesen sind, um ranzulaufen. Und da sehen wir hier, da haben wir doch noch einige Punkte liegen. Ich mache das mal eben in Magenta, damit wir hier im Kontext bleiben zu den untergeordneten Zeiteinheiten. Und das sind dann durchaus sehr, sehr schöne Anlaufmarken, die wir hier zur Oberseite haben. Also ganz knapp die Marke von 1,12,8. Dann haben wir hier, kurzen Augenblick hier, das nächste Swing High um die Marke von 1,13,1 und dann obendrauf hier noch die Marke von 1,13,25. Das sind die Marker, die wir durchaus zur Oberseite planen können als Gegenbewegung zu diesem Abwärtsschub. Also wir sehen schön das Ganze nach oben laufen. Wir sehen auch hier im kleinen Bereich den Aufwärtstrend oben schön am Laufen. Und da wird es jetzt immer interessant. Deswegen schauen wir uns das Ganze an. Wie verhält sich denn der Markt an diesen Bereichen hier? Das heißt, wenn wir hier sozusagen an so einen Verkaufsbereich ranlaufen, wenn da plötzlich wieder Schwäche rankommt, dann macht es Zeit, sich dort genau auf die Lauer zu legen, um zu schauen, was passiert. Wenn wir uns das mal hier anschauen wollen, schaut mal hier oben, da in diesem Bereich, rangelaufen und dann kam Schwäche, dann hat sich ein Abwärtstrend etabliert. Das zweite hier oben rangelaufen, dann kam das Umkehrsignal und dann ist der Markt nach unten getrendet. Und das sind so die Sachen, wo man halt genau hinschauen kann, was passiert. Deswegen gebe ich diese Level immer raus, um zu schauen, kommt hier Kaufkraft rein, dann können wir uns eher weiter zur Oberseite orientieren. Kommt aber Verkaufsdruck in den Markt, das wäre das interessante Zeichen zu sagen, okay, wenn sich jetzt an dieser Stelle ein Abwärtstrend bildet, dann haben wir eher die Chance, hier die Unterseite mit ranzunehmen. Deswegen sind die Marker auf der Oberseite relativ interessant. Wie schon gesagt, noch stehen wir weder hier oben, noch haben wir ein Umkehrsignal. Aber, wie schon gesagt, die Marker sind da und durchaus interessant zu beobachten, wo es hier hingeht zur Oberseite im Euro. Und das Ganze, dass man oder wie man das Ganze an diesen Widerständen auch schauen kann, da möchte ich nochmal kurz auf unsere Marktbesprechung vom WTI entsprechend kommen. Beziehungsweise vom Brent, was wir am Freitag miteinander besprochen hatten, im kleinen Bild, da hatten wir ja gesagt, wir haben durchaus Chancen zur Oberseite, aber auch das Risiko zur Unterseite. Und deswegen müssen wir bestimmte Bereiche auch immer wieder beachten. Und das ist das Bild, wo man einfach sehen muss, was passiert. Und das schauen wir uns nochmal ganz kurz an. Schaut mal, wir hatten am Freitag hier im Brent, hatten wir darüber gesprochen, dass wir hier nach oben gelaufen sind, das blau markierte, das war der entsprechende Abwärtstrend. Und da sehen wir jetzt hier in dieser Umkehr aus der Abwärtsbewegung raus, hier zum Aufwärtstrend hin, das Umkehrsignal, dass der Bereich hier oben ein sehr, sehr wichtiger war. Ja, deswegen hatte ich das hier auch markiert, die Marke von 41,50. Das war der Widerstand. Und da habe ich ja gesagt, wenn wir da nicht drüber rauskommen, müssen wir eher die Unterseite mit anlaufen. Das müssen wir im Blick mit haben. Und hier sehen wir, was hier passiert ist. Der Markt ist hier rangelaufen, abgeprallt, rangelaufen, wieder abgeprallt. Das sind so Achtungszeichen. Ne? Und da sehen wir jetzt hier sogar in der Stunde, dass der Markt hier oben tatsächlich rumgedreht ist. Hier ein Mehrfachtop gebildet und dann rumgedreht und den Trend nach unten entsprechend aufgemacht hat. Hier schaut euch das mal an. Hier ist es dann definitiv nach unten getrendet. Und daran können wir erkennen, dass an so einen Stellen keine Stärke reinkommt, sondern eher Verkaufsdruck. Das ist das, was der Markt uns zeigt. Und da gilt es dann wirklich eng am Rechner zu sitzen und zu sagen, okay, da müssen wir tatsächlich drüber, damit wir die Stärke reinbekommen. Wenn wir die nicht bekommen, ist es eher das Geschehen für die Short-Seite an dieser Stelle. Und das ist das, was ich gerade auch im Euro erklärt habe. Wenn wir an diesen alten Leveln, die wir da haben, also an diesen höher gestellten Leveln, die Korrektur hoch sozusagen aus der Abwärtsbewegung, wenn dort plötzlich Verkaufsdruck reinkommt, dann ist das ein Zeichen, dass der Markt eher wieder die Unterseite sucht. Und dort sollte man sich als Händler dann entsprechend auch mit aufstellen. So, damit wären wir mit den drei Handelsideen durch. Und dann schauen wir nochmal kurz auf die Fragen. Guten Morgen, danke dafür. Wie sehe ich den DAX? Gucken wir uns gleich mal an. GoTo hat keine Fragen am heutigen Morgen. Das heißt, ich gucke jetzt direkt mal in den DAX rein. Und wir hatten ja auch die Frage bekommen,
Was macht denn jetzt das Verhalten im Euro mit den großen Indizes? Und wir hatten ja in der letzten Zeit immer mal gesehen, dass ein ansteigender DAX gleichzusetzen war mit einem ansteigenden Euro-US-Dollar. Also wir hatten hier, das hatte ich ja schon mal in einem Freitagsspezial gesagt, dass wir hier möglicherweise vor einem Richtungswechsel im Euro-US-Dollar stehen. Das heißt, dass wir jetzt nicht mehr diese lange ausgedehnte Abwärtsphase haben, sondern momentan durchaus auch eine Chance, den Markt nach oben ranzubauen. Das Szenario ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber auch hier möchte ich an dieser Stelle sagen, solche Umschwünge, gerade wenn die Abwärts- oder Aufwärtsphasen so extrem lange gedauert haben, wie wir die hier im Euro-US-Dollar auch gesehen haben, das braucht immer sehr, sehr viel Zeit, bis sich so ein Markt auch komplett umwälzt. Ja, das heißt, da könnte es sehr, sehr schwierige Phasen zwischendrin immer mal geben, wo es dieses Hickhack gibt, diese sogenannten hin- und herspringenden Märkte. Whipsaw sozusagen, so heißt das Ganze im englischen Börsenjargon. Das ist ein tricky Markt. So, was wir jetzt hier gesehen haben, ist immer wieder die Situation, dass wir hier mit einem steigenden Euro auch einen steigenden DAX hatten. Das war ja lange Zeit nicht. Da hat der steigende Euro den DAX eher abgewürgt und umgedreht. Wenn der DAX gestiegen ist, ist der Euro-US-Dollar gefallen. Das könnte sich jetzt hier auflösen, zumindest temporär, wenn wir das Ganze mal sehen. Und wenn wir auch sehen, was heute so ein bisschen los ist hier im DAX, wir sehen es, wir haben eine leicht ansteigende Kerze und im Euro haben wir halt auch einen leicht ansteigenden Euro. Wartet, ich lege euch mal kurz hier den Chart vom Euro-US-Dollar noch mit drüber. Schaut mal hier, Moment, wo sieht man jetzt hin? Also der Euro steigt an. Hier an dieser Stelle sehen wir ja sehr, sehr schön den Anstieg im Euro und der DAX entsprechend ebenfalls am Ansteigen betroffen. Also wenn wir uns hier auch im DAX mal den 15-Minuten-Chart anschauen, auch der steigt so ein bisschen an. Das heißt, da haben wir im kleinen, im kurzfristigen Bereich auch wieder den Gleichlauf. So, also so viel zum Thema Euro-US-Dollar und das ist auch so ein bisschen gleichzusetzen mit den US-Märkten. Also wir sehen es auch heute Morgen. Steigen die US-Märkte leicht an. Wir sind nach dem starken Rückgang hier auch weiter verortet in einem kleinen Abwärtstrend im Dow. Aber das Support-Level, was wir hier haben, um die 25.000 bzw. 24.800, das ist halt doch da. Und da gibt es immer wieder Käufer, die an diesen Stellen auch in den Markt reingehen. Das einfach nur mal das kurzfristige Bild zu beleuchten. So, jetzt gehe ich mal zurück in den DAX und wir schauen uns den DAX mal eben kurz im größeren Bild an. Und im DAX sehen wir halt momentan auch wieder diesen relativ großen Schwankungsbereich hier oben drinnen. Und wir haben zum Thema Schwankungsbereich halt hier unten um die Marke von knapp 12.000 Punkten doch einen sehr, sehr wichtigen Bereich. Diese Marke von 12.000 Punkten, die ist psychologisch sehr, sehr, sehr wichtig. So, das heißt, an dieser Stelle ist der DAX auch stark im Abverkauf und wir sehen es halt auch hier, dass diese Marke um die 12.000 Punkte eine wichtige Relevanz hat. Deswegen gucken wir uns das Ganze jetzt mal eben kurz im Stundenchart, beziehungsweise doch im Stundenchart erst einmal mit an, wo wir ranlaufen können. Und wenn ich das jetzt mal so an dieser Stelle zusammensetze, dann sehen wir halt hier die Situation, wie sie ist, ne? Wir haben hier die Konstellation, wir haben hier das Trendhoch, wir haben hier ein höheres Trendhoch und wir haben hier erstmals ein tieferes Trendhoch. Und hier unten in diesem Bereich, das, was wir hier haben, um die 12.000-Punkte-Marke, das ist die sogenannte Nackenlinie. Ja? Auch wenn das jetzt hier keine klassische SKS ist, aber das ist halt eine sehr, sehr wichtige Entscheidungslinie. Und wenn die vom Markt definitiv abverkauft wird, dann haben wir nach unten hin mit Blick auch in den Stundenchart relativ freies Feld hier unten bis knapp unter 11.600 Punkte. Ne? Wenn wir mal schauen, wann ja aus trendiger Sicht der nächste Anlaufpunkt ist, das ist hier drüben wirklich erst die Marke von knapp 11.760 Zählern. Dazwischen ist hier nichts, wo man im größeren Bilde mal ein bisschen Anlaufpunkt hatte. Ne? In den 5-Minuten-Charts findet man sowas schon mal, aber die haben jetzt hier auf diesem großen Zeitrahmen relativ wenig Relevanz an dieser Stelle. Das heißt, diese Marke hier unten ist schon sehr, sehr wichtig. Heißt halt jetzt für uns im kurzfristigen Trader oder Trading, worauf sollten wir schauen? Wir sollten genau schauen, was jetzt hier passiert, weil diese Marke von 12.000 Punkten, wenn die abverkauft wird, sehen wir hier unten doch viel dynamisches Potenzial zur Unterseite hin. Im Kurzfristbereich, jetzt haben wir es 9 Uhr, jetzt sehen wir, wie der Markt hier gerade ein bisschen Gas gibt. Ne? Also die Freunde, die sich gerne kleine Zeiteinheiten anschauen, die werden jetzt hier im Minutenchart quasi sehen, ich wollte jetzt gerade sagen, wie die Party nach oben abläuft, aber wir sehen es, wie stark der Markt nach oben reingeht und was da auch an Bewegung jetzt reinkommt. Aber das ist das kleine Geflacken.
Ärger zur Markteröffnung. Viel, viel wichtiger ist doch jetzt für uns, dass wir mal eine saubere Trade-Planung machen können. Und da schauen wir uns einfach mal hier die letzte Bewegung im Abwärtstrend an. Also hier ist ja der Abwärtstrend nach unten gelaufen. Das sehen wir ja hier. Also ich mache nochmal ganz kurz rein. Da haben wir den Abwärtstrend. Das ist ja da. Hier war die korrektive Phase und hier der letzte Bewegungsarm. Und diesen letzten Bewegungsarm, den nehme ich mir jetzt einfach mal kurz zur Brust und dann schauen wir einfach mal an, was passiert. Da sehen wir nämlich wichtige Marker. Nummer 1, erst einmal dieser Bereich hier oben, der muss natürlich rausgenommen werden. Also bevor wir dort nicht rübergehen über diesen Widerstand, brauchen wir uns nicht wirklich mit Long-Szenarien zu befassen. Das heißt, das wäre mal hier oben dieser Bereich im Hoch um die 12.115 bis 12.120 Zähler. Da müssen wir drüber. Wenn wir da drüber sind, haben wir kurzfristig den Markt nach oben offen. Was als nächstes an Anlaufpunkten kommt, wir sehen es hier oben noch an alten Marken drinnen liegen. Die hatte ich mal grün, das waren sozusagen die alten Anlaufbereiche. An dieser Stelle die Marke von 12.200 Punkten, beziehungsweise die können wir jetzt mal etwas rannehmen hier, als dieser größere Abverkauf gestartet hat. Hier ganz grob die 12.182. Das wäre mal ein erster wichtiger Anlaufpunkt zur Chart-Oberseite, wenn wir tatsächlich hier oben drüber fliegen sollten. Das wäre da, das steht im Raume hier, wie schon gesagt, 12.182, erster Anlaufpunkt zur Oberseite. Und wenn wir dann sehr dynamisch oben reingehen, ja, dann haben wir den Drehpunkt bei 12.300, beziehungsweise hier oben diesen Top-Bereich knapp um die 12.350-Punkte-Marke. Das heißt, das wäre dann hier dieses Level da oben, was wir durchaus bei einer starken, dynamischen Aufwärtsbewegung mitsehen können, diesen Anlaufbereich hier oben, das zur Planung für die Long-Seite. Prallen wir ab, wie schon gesagt, die Unterseite ist wichtig, was passiert bei 12.000. Also hier an dieser Seite haben wir auch wieder entscheidende Marker mit am Laufen, was an dieser Stelle passiert. Was man so ein bisschen fundamental mit im Kopf behalten sollte, ist wirklich die Phase, wir laufen momentan gerade in einer Phase, nachrichtengetrieben, wo wir immer wieder das Thema Corona auf den Tisch bekommen. Ja, wir sehen gerade weltweit sozusagen wieder eine deutliche Zunahme der Fälle und ich meine, die Welt geht jetzt mit diesem Thema ein bisschen anders um. Man reagiert viel schneller, das ist ganz klar. Aber man merkt das, da kommt eine zweite Welle auch mit rein. Und das wird auch wieder wirtschaftliche Auswirkungen auch haben. Ne? Wir bekommen Informationen aus Kalifornien, dass die Bars beispielsweise wieder schließen müssen. Also das ist so ein bisschen, das läuft so ringsrum. Wir haben es ja bei uns in Deutschland gesehen, diese Phase wird lokal sozusagen bekämpft, da wird lokal etwas draus gemacht, aber das hat natürlich so ein bisschen Auswirkungen auf die Wirtschaft und das ist interessant zu sehen, wie die Indizes dann hier drauf sozusagen reagieren und wenn wir hier immer wieder Abverkäufe sehen, das heißt hier nur so ein kleines Aufflammen und dann wieder ein Rumdrehen, das wäre dann sehr, sehr stark und interessant zu sehen, wie es weitergeht. Wir schauen uns das mal kurz eben noch im 5-Minuten-Chart an. Da muss ich allerdings ein bisschen weiter zusammenraffen, das Ganze hier zu sehen. Und im 5-Minuten-Chart, also für die Kleinsten, da sehen wir halt jetzt hier, was wichtige Marker sind. Und zwar schaut mal hier, dieser Drehbereich, da sind wir drüber geflogen, da kam plötzlich Kaufdynamik rein. Und jetzt ist es wirklich wichtig, dass wir über diesen Bereich bleiben für die Long-Seite. Das heißt, dass der Markt dort nicht einfach wieder unten drunter abverkauft. Wenn er das dann doch tun sollte, direkt wieder abverkaufen, dann sehen wir, das ist ein Schwächezeichen und das wissen wir, da können wir uns direkt wieder zur Unterseite auf die Bewegung setzen, wenn hier wirklich das Kaufinteresse komplett verloren geht und wir es nicht mal schaffen, hier die Marke von 12.100 knapp 20 Punkte zu testen und drüber zu laufen. Das ist Schwächezeichen und da sollten wir uns auf der Unterseite bedienen. Und das heißt auf dieser Seite oder auf diesem Punkt Unterseite, was bedeutet das denn? Wo haben wir Anlaufmarke? Und da müssen wir nochmal schauen, wenn wir hier diesen Bereich um die 12.050 Punkte Marke komplett wieder abverkaufen sollten, hier nächster Bereich, Anlaufpunkt 12.000 und ein paar eine 20 Zähler, die haben wir dann da, also hier um die 20, 25 in diesem Bereich, das wäre mal ein idealer Anlaufpunkt nach unten zu planen, weil das ist auch ein Punkt hier rein von der trendigen Seite her, hier dieser 5 Minuten Aufwärtstrend, da haben wir den Drehbereich hier, wie schon gesagt, 12.020 hier in diesem Punkt bis 12.026,30, das ist ein Umkehrbereich. Und wenn wir da ranlaufen und wieder hochlaufen, dann ist dieser 5-Minuten-Aufwärtstrend noch intakt. Das heißt, das sieht dann eher so aus, als wenn wir nach oben wollen. Das Ganze, jetzt müssen wir einfach nochmal schauen, wie es hier reingeht. Wie schon gesagt, jetzt zur Markteröffnung sehen wir hier das doch deutliche Kaufinteresse, die Power nach oben. Und das ist da die Marker, wie schon gesagt, die wichtig sind, haben wir gerade in der Stunde gesehen.
Die Frage ist, was passiert hier bei 12.117 Zählern? Schieben wir drüber? Haben wir gute Karten zur Oberseite? Prallen wir direkt ab? Das wäre ein sehr, sehr starkes Schwächezeichen. Und dann hier Unterseite 12.200 Punkte. Juhu! Damit hätten wir das. Muss man mal kurz noch in die Fragen schauen. Jetzt haben wir noch eine Frage zum DAX. Ich muss mir die bloß mal ganz kurz durchlesen. Ah, okay. Ich bekomme jetzt gerade die Frage gestellt, ob die charttechnische Analyse, die ich hier bei den Währungen mache, von der groben Art und Weise auch bei den Indizes anzuwenden ist. Da kann ich ganz klar sagen, ja, das heißt, was ich in meinem Trading immer wieder mache, wo ich auch den Fokus hier in den Analysen reinige, ist wirklich die Tatsache, wie verhält sich der Markt? Und der Markt tickt nun mal irgendwo in Trends. Und innerhalb von Trends sehen wir halt an bestimmten Markern, ob wir eher Verkaufdruck oder Kaufdruck bekommen. Der einzige Unterschied, den ich hier zwischen den Währungen und den Indizes halt mache, ist halt, der große Punkt ist halt die Zeitebene. Ne? Bei den Indizes macht sich das besser, mit dem Stundenchart zu arbeiten. Bei den Währungen kann man zwischen den Zeiteinheiten noch ein bisschen hin und her schwanken. Je nachdem, wie da die Marktrelationen sind, macht sich meiner Erfahrung nach auch manchmal ganz gut, den 4-Stunden-Trend noch mit reinzulegen. Das ist so der Unterschied, aber ganz grob wirklich kann man sagen, das Verhalten der Marktteilnehmer, das ist übrigens auch etwas, was ich in der Ausbildung im September auch mit auf die Uhr nehme, ist ganz klar zu sagen, wir müssen einfach schauen, wo die Trends hinlaufen, weil egal, wo wir in unserer Wirtschaft sind, wir müssen auch da nur mal in den Einzelhandel schauen. Es wird immer an Trends eine Orientierung finden. Ja, der leichteste Trend ist der Wechsel zwischen Sommer und Winter. Na, im Winter wird sich keiner Sommersachen kaufen. Das heißt, da geht der Trend eher dahin, dass man sich so Sachen für die Kälte kauft. Aber genauso ist es ein Trend in der Automobilindustrie beispielsweise, mit welchen Farben beschäftigt man sich denn und so weiter und so fort. Und an der Börse ist es ebenfalls so, die Trends funktionieren wirklich sehr, sehr gut und man sieht halt, wo die Nachfrage reinkommt und wo nicht. Aus diesem Grund geht es halt von der Marktseite her immer in die Analyse, wo geht es denn hin. Und was wir hier jetzt sehen, ist eine sehr, sehr schöne Sache. Hier sehen wir an dieser Stelle wirklich, dass hier jetzt über diesen Bereich, den ich markiert hatte, hier die 12.115 bis 20, dass da Kaufstärke reingekommen ist, dass dort sozusagen Eindeckungsorders auch liegen, die den Markt nach oben drücken. Und das sehen wir im 5-Minuten-Chart durch diese extrem dynamischen Kerzen. Ne? Hier wackelt der Markt nicht nach oben in einem Trend, sondern hier wird einfach ein Orderflow gemacht. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hier, das ist schön zu sehen, mal wirklich das Live-Beispiel. Hier nach unten hin kam das Ganze rein und schaut mal hier, wir hatten hier schöne Zwischenhochs am Liegen. Wir hatten einmal hier einen Kaufbereich, einmal hier einen Kaufbereich oder ehemalige Verkaufbereiche, die dann gekauft wurden jetzt. Und dann laufen wir oben rein und wenn man dann plötzlich in so eine Phase reinkommt, wo lange nichts kommt, ja, dann ist das the proof of the pudding sozusagen. Wenn wir hier jetzt neben den, sag ich mal, Eindeckungsorders, die hier möglicherweise gelegen haben, jetzt weitere Händler in den Markt springen würden, das wäre dann ein starkes Zeichen dafür, dass wir wirklich einen sehr, sehr bullischen Auftakt bekommen. Wenn jetzt allerdings einfach hier nur die Orders abgefrühstückt wurden, die hier lagen und hier jetzt zwischendrin nichts mehr reinkommt, das wäre dann ein ganz klares Zeichen, dass das ein Strohfeuer war, der Markt in sich zusammenfällt. Und da kann man sehr, sehr schön beobachten, wie das Ganze funktioniert. Freut mich, dass wir hier mal wirklich auch live sehen konnten, wie da wirklich die Dynamik entsprechend auch reingekommen ist. Ne? Mal kurz noch in den Minutenchart, da sehen wir es hier an diesen Stellen, wo der Markt immer mal kurz innegehalten hat. Schaut mal, hier ist er drüber gegangen, hier. Dann kam erstmal wieder ein Abverkauf. Dann sind wieder Käufer reingekommen. Dann hatten wir hier einen Support sozusagen in dem Bereich. Und dann sind wir hier direkt drüber gelaufen. Hier wurde abgefrühstückt. Dann kurz innegehalten. Dann kamen die nächsten Käufer in den Markt hier an dieser Stelle. Und dann hier oben. Und jetzt müssen wir wirklich erstmal schauen, kommt hier oben wieder Druck rein? Ja, dann können wir wirklich sehen, was passiert hier oben. Und wie schon gesagt, hier ist jetzt erstmal eine Weile nichts an charttechnischen Markern. Und da wird wirklich geprüft, wenn es hier tatsächlich stark nach oben geht, dann könnte sich diese Marke um die 12.100 bis 12.120 als starker Intraday-Kaufbereich sozusagen etablieren und die Marke nach oben schieben. Anlaufpunkte haben wir ja hier auch ein paar mit drinnen. Wenn das nicht passiert, haben wir ganz klar entsprechend wieder die Unterseite. Jo, da haben wir mal den Live-Blick in den DAX, der momentan wirklich sehr, sehr schön nach oben läuft. So, damit wäre das da. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuschauen und bis morgen. 8.30 Uhr in die Live-Charts. Blog-Eintrag gibt es vorher. Ich freue mich drauf. Empfehlen Sie uns weiter und bleiben Sie dabei. Tschüss und erfolgreiches Training.